Hallo, ich bin Selina. Ich habe heute noch mal ein Bauchbeine-Po-Workout für euch vorbereitet, damit ihr auch weiterhin aktiv im Alltag bleiben könnt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und euch geht's alle gut und ihr seid fit und motiviert. Ich stelle euch das Workout kurz vor, mache euch zwei, drei Wiederholungen vor. Ihr könnt auch gerne schon einsteigen und anschließend ziehen wir das Workout dann in einem Rutsch durch. Das Ganze ist ein Zirkeltraining, das heißt, wir machen drei Runden und diese drei Runden beinhalten einmal sechs Übungen. Das heißt, wir starten hier einmal mit dem Squat Jump. Wir beginnen in der normalen Anfangsposition vom Squat, hüftbreiter Stand, Füße parallel zueinander. Wir kommen nach unten und kommen mit einem Sprung wieder nach oben. Achtet hier schön auf eure Knie, dass sie nicht nach innen kollabieren. So, die zweite Übung ist einmal der Lunge. Das heißt, wir stellen uns in einen hüftbreiten Stand auf, machen einen großen Schritt nach vorne mit dem rechten Bein. Hände werden entweder nach außen hin ausgestreckt oder ihr platziert sie an der Hüfte. Und wir kommen gerade mit dem Oberkörper nach unten und wieder nach oben. Aus der Ferse drücken wir uns hier immer wieder nach oben. Genau. Die dritte Übung, da widmen wir uns dann ein bisschen der Bauchmuskulatur. Legen uns einmal auf die Matte. Füße werden aufgestellt. Wir kommen in Rückenlage und kommen mit dem Oberkörper nach oben. Die Hände werden kurz neben den Füßen abgelegt. Wirbel für Wirbel langsam nochmal abrollen und wieder hochkommen. So, die nächste Übung ist nochmal der Lunge. Den machen wir jetzt für die andere Seite, das heißt für die linke Seite. Stellen uns nochmal in einen hüftbreiten Stand auf. Großen Schritt nach vorne, Hände in die Hüften und langsam und kontrolliert nach oben kommen und aus der Ferse wieder hochstoßen. Dann widmen wir uns ein bisschen der Gesäßmuskulatur und dem Beinbeuger. Das heißt, wir kommen nochmal auf die Matte, machen einmal die Shoulder Bridge dynamisch. Füße werden schulterbreit aufgestellt, Gewicht tendenziell auf der Ferse und wir schieben die Hüfte nach oben. Kurz die Spannung halten, langsam absetzen, guckt, dass das Gesäß den Bauch, die Matte nicht berührt und wieder nach oben kommen. Genau. Die nächste und letzte Übung, der Heel Touch, nochmal für unsere seitlichen Bauchmuskeln. Das Ganze machen wir 20 Mal pro Seite, das heißt insgesamt 40 Mal. Und wir bewegen in kleinen wir berühren in kleinen Bewegungen unsere Fersen. Jawohl. Die Übungen machen wir jeweils für 20 Wiederholungen, drei Runden und dann würde ich sagen, legen wir direkt los.